Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde, natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es um ein Thema, und zwar um ein Bewegungsthema. Ich würde es nennen Anpassen von bestehenden Programmen auf sich selbst. Wenn Leute zu mir ins Coaching kommen, also sei es im direkten Online-Coaching, also mit Videos und relativ viel Support oder einfach nur in die Trainingsplanung kommen, dann bekommen die einen Plan, der auf sie zugeschnitten ist. Und auch in der 6 Wochen Trainingsplanung, wenn die mir nach einer Woche sagen, ja, das hat jetzt nicht so ganz cool funktioniert, dann passe ich den gesamten Plan halt nochmal an. Das ist ja kein Thema. Da sind die sehr, sehr individuell betreut. Dass die Sache ist, vielleicht hat einer nicht den Bock, nicht die Zeit, nicht das Geld, keine Ahnung, sich mal ein individuelles Coaching zu leisten, was immer das Beste ist, sondern sagt, oh, ich habe jetzt Bock, möchte Muskulatur aufbauen und nehme jetzt zum Beispiel einen Muskelaufbauplan. Den kaufe ich mir vielleicht sogar oder ich kaufe mir ein Buch, investiere da vielleicht meine 30 bis 60 Euro für und cool ist und mache das jetzt erstmal. Ich will da vielleicht auch wieder mal reinkommen, alles gut. Jetzt merkt der Mensch, geil, der Plan sieht relativ cool aus, aber die eine oder andere Sache, die fehlt mir. Was mache ich denn jetzt? Ich kann ja nicht das ganze Programm umschreiben. Könntest du, wenn du jetzt ein sehr guter Trainer wärst, könntest du das natürlich schon, könntest dir daraus ein individuelles Programm basteln. Das heißt, du hast im Endeffekt nicht das Programm, was der Coach oder der Trainer, der Athlet, der das geschrieben hat, sondern du hast eine Inspiration dir geholt und passt es auf dich an. Das ist natürlich die erste Möglichkeit. Dafür brauchst du aber ein unheimlich hohes Wissen, Know-how, wo du auch die Hintergründe des Programms erstmal verstehen musst. Warum macht er das dann und dann? Die andere Sache ist, du kannst natürlich gucken, dass du gewisse Sachen einfach implementierst, wenn es passt. Ich sage immer, wenn es so 1, 2, 3 Dinge sind, die dir fehlen in dem Programm, ist das noch ganz cool rauszuarbeiten. Ja, da kannst du das noch relativ cool machen. Ich werde das auch nachher an einem Beispiel festmachen, wie ich das mal gemacht habe. Wenn du mal merkst, dass dir 5, 6, 7, 8 Sachen fehlen, dann vergiss es, dann ist das Programm gerade nicht richtig. Dann nimm es als Inspiration und schreib das ganze Ding einfach um oder lass es umschreiben. Geh zu einem Coach und sag, pass auf, ich habe Programm X von Athlet oder Trainer Y, möchte das aber auf mich umgemünzt haben, in die Richtung soll es gehen. Das ist für den Trainer auch relativ einfach, weil der sieht dann schon gewisse Sachen, wo du hin willst und kann es dann einfacher machen, weil sonst kommen die ganzen Fragen, wie lange möchtest du trainieren, wie oft möchtest du trainieren, das sehe ich dann schon, wenn ich das Programm kenne oder du mir vielleicht einfach auch Auszüge dafür schickst. Wenn es aber nur um so Kleinigkeiten geht, dann kann man das relativ gut ummünzen oder relativ gut implementieren. Und ich will das heute an einem Beispiel festmachen. Und zwar habe ich vorhin beim Suchen eines Dokuments ist mir ein Buch in die Hände gekommen, und zwar das Kettlebell Muscle von Geoff Neupert. Und das ist ein sehr, sehr geiles Programm. Es ist ein 12-Wochen-Programm, wo du einfach nur 2 Kettlebells brauchst, die du sauber, strikt, 10-mal easy pressen kannst. Und dann baust du mit diesem Programm Muskeln auf. Und ich habe das Programm durchgezogen, 12 Wochen lang, und habe wirklich in 12 Wochen reine Muskelmasse um die 3 Kilo aufgebaut. Das ist ziemlich viel, weil ich zu dem Zeitpunkt auch schon viel mit Kettlebells gemacht habe. Und als Athlet nochmal 3 Kilo reine Masse aufzubauen, ist schon geil. Ist wirklich viel, weil man muss bedenken, es sind nicht 3 Kilo, die du zunimmst, sondern du baust ja A, Fett ab und Muskeln auf. Und wenn das reine Muskelmasse ist, sind 3 Kilo in 12 Wochen schon echt viel. Was hat mich in dem Programm gestört? Mir fehlten Zugübungen, also Pull-Ups. Ich war sehr, sehr gut in Pull-Ups zu dem Zeitpunkt, oder war auf einem guten Weg, nennen wir es einfach mal so. Und es stand auch im Raum, damals die RKC2-Zertifizierung zu machen. Und da musste ich einen Weighted Pull-Up machen mit 24 Kilo angehängt. Und dann zu sagen, boah, ich mache jetzt ein Programm, 12 Wochen keine Pull-Ups, schlecht. Darüber hinaus, ja, Presses waren genug drin, Squats auch, das habe ich mir auch keine Sorgen gemacht. Trotzdem so, ja, maximaler Press, Time under Tension, mir fehlte so ein bisschen der Get-Up, weil da wollte ich einfach besser werden. Und mir fehlten Loaded Carries. Ja, das war jetzt aber, finde ich, nicht so viel. Ja, das war für mich eine Sache. Ich habe mir das überlegt und habe mir überlegt, wie kann ich das gesund implementieren. Ich muss dazu sagen, der Autor oder der Trainer schreibt in dem Programm, was mache ich an den Off-Days? Nichts. Essen, schlafen, ausruhen. Komme ich gleich zu. Ist, glaube ich, ein Denken, ja. Für mich sind aber Off-Days, es gibt keine Off-Days. Es gibt dann Active Recovery Days, wo ich dann vielleicht sage, ich gehe rucken mit einem geringen Gewicht, also so zwischen 20 und 30 Pfund, oder ich gehe einfach nur spazieren, schnellen Schritts, aber ich bewege mich trotzdem an dem Tag. Denn wer rastet, der rostet. Also ich habe es ausprobiert, wenn ich wirklich Rest-Days habe und nichts mache. Also klar, ich muss mit dem Hund raus, aber sonst nichts. Also keine Mobility, kein Reset, kein nichts.
geht es mir nicht gut. Zumindest an dem Tag nicht und am nächsten Tag auch nicht. Ich brauche diese Bewegung. Deswegen war für mich klar, an den Tagen, ist ein 3-Tages-Programm, Montag, Mittwoch, Freitag habe ich das Programm absolviert. Ich habe gesagt, okay, an Dienstag, Donnerstag, Samstag mache ich einen leichten Ruck und Sonntag kümmere ich mich komplett um Mobility. Dann mache ich halt mehr Resets, mehr Foam Rolling, solche Sachen, Stretching und münze das so ein bisschen unter, ich mich an dem Tag halt so eine Session mir bastel, wo ich halt nicht schwitze, aber wo ich mich trotzdem bewege und was tue. Das war Punkt 1. Also das heißt, Rucken kam auf jeden Fall mit drin. Das war für mein Cardio irgendwie, auch wenn es locker war. Das war das Herz-Kreislauf-Training, dieses Grundlagenausdauer nennt man es vielleicht, ne? Oder Long-Slow-Distance. War das schon mal abgedeckt, genauso so ein bisschen so ein Teil der Loaded Carries. Das heißt, ja, hatte ich dann. Mobility hatte ich auch abgedeckt. Mir fehlten jetzt die Pull-Ups. Hab ich vorhin gesagt. Raise the Groove Method. Raise the Groove. Im Endeffekt, über den Tag verteilt Pull-Ups. Ich habe es halt ein bisschen geswitcht. Ich habe mal Pull-Ups gemacht, mal Chin-Ups. Es kam immer auf den Tag an. Und dann wirklich Low Reps und wirklich gemütlich. Es kann sein, dass ich 5x3 gemacht habe. Oder 6x2. Oder 10x1. Ich habe es halt immer, wenn ich irgendwo an dieser Pull-Up-Bar war, habe ich halt einen Pull-Up gemacht. Wenn ich dran vorbeigelaufen bin, entweder einmal, zwei, immer in diesem Wohlfühlfaktor. Frisch rein, frisch raus, auch mal langsam, also wirklich ein Pull-Up gehangen, geatmet, wieder ein Pull-Up gehangen, geatmet. Und dann war es das. Und dann bin ich wieder, sodass ich nach diesen 12 Wochen extrem gut in Pull-Ups war. Obwohl das gar nicht auf dem Programm stand. Dadurch werde ich natürlich vielleicht auch etwas an Masse zugenommen haben. So, was war der nächste Punkt? Get-Ups und Carries, habe ich gesagt. Ne? War für mich so eine Sache, kein Trainingsprogramm ohne Get-Ups. War eigentlich relativ easy. Ich habe den Get-Up einfach als Warm-Up genutzt. Na, in diesem Programm gab es kein Warm-Up. Also man konnte das Warm-Up machen, wie man wollte. Ich habe 5 Minuten die Resets gemacht und habe 5 Minuten Get-Ups gemacht. Und das fand ich ein sehr, sehr gutes Warm-Up. Man war wirklich warm. Und ich habe es halt so gemacht, wie es im Programm auch drin stand. Es gab einen schwer, leicht Mitteltag, einen schweren Tag. Ich hatte immer so mein guter Get-Up, wenn ich so 1 pro Minute wollte, war so 40 damals, war echt gut zu handeln, war echt easy für mich. Also 40 war damals mein Get-Up der Wahl. Die Kugel hat sich einfach geil angefühlt. Ja? 44 war vom Handling kacke, 36 war auch kacke. Also 36 fühlte sich schlimmer an als die 40 und 44 fühlte sich auch schlimmer an als die 40. Das lag aber an der Kugel, weil die Kugeln sich ja verändern von der Größe an die 40, die passte einfach perfekt. Genauso wie die 32er und die 24er und die 16er, die passten einfach perfekt. Also habe ich gesagt, gut, ich gehe eine halbe Kugelgröße runter von dem, wie ich Get-Ups machen würde und münze das dann um auf meinem Schwer-Leicht-Mitteltag. Das heißt, an den schweren Tagen habe ich einfach 5 Minuten Get-Ups mit der 32er gemacht, immer links, rechts. Da waren das so, ja, so 2 bis 3 pro Seite. War cool, ja. An den leichten Tag war es die 16er. Das war dann ein bisschen dynamischer, weil es ja leichteres Gewicht war. Ich brauchte halt kürzer, ein paar Sekunden weniger. Somit habe ich dann mehr Get-Ups geschafft. Und mit der 24er war so im Rahmen. Ne? Das war einfach auch gefühlsmäßig. Mal habe ich sie langsam gemacht, mal ein bisschen schneller, je nachdem, wie ich mich gefühlt habe. Also waren die Get-Ups schon abgedeckt. Und zwar hatte ich in dieser Zeit mehr Get-Ups gemacht als sonst. Weil sonst habe ich Get-Ups vielleicht 1-2 Mal die Woche programmiert gehabt. Ja? So habe ich 3-mal die Woche Get-Ups gemacht, kontinuierlich. Es waren nur 5 Minuten, aber es war ein super Warm-Up. Das ist für dich vielleicht auch ein Tipp. Reset und Get-Up in der Combo ist ein relativ cooles Warm-Up. Wenn du sagst, ich will ein bisschen mehr, mach ein bisschen Crawling. Ja, Get-Ups und Crawling lassen sich gut kombinieren. Das ist aber einfach eine coole Sache. Der Loaded Carry war eine Sache, wo ich gesagt habe, der fehlt mir schon so ein bisschen, weil Carries bringen halt Kraft und es ist nochmal so ein bisschen, ich finde so nach dem Training so runterkommen. Man bewegt sich noch ein bisschen, aber es ist immer in Low. Das heißt, ich habe einfach am Ende 10 Minuten Carries gemacht. Ja, weil die Programme waren kurz. Es war um die 20 Minuten pro Einheit. Ja, wenn du halt gesagt hast, okay, ich brauche 10 Minuten zum Warm-Up, 10 Minuten für die Carries und 5 Minuten Cooldown, da war ich so bei 45 Minuten. Das war schon okay. Ja, so kannst du das halt implementieren. Ich habe aber bei den Carries wirklich easy Carries gemacht. Also gar nichts Spektakuläres, so die Standards. Ja, mal oft Suitcase und Goblet Carries. Also das ist so die unterste Stufe. Dann mal Farmers Carries. Ganz selten Overhead Carries, ab und zu mal Rack Carries, mal mit einer Kettlebell, mal mit zwei, aber wirklich Low Reps, also beziehungsweise Low Weight und Low Distance, also wirklich easy peasy, auch da relativ frisch rein, frisch raus, einfach, dass man es gemacht hat. Klar habe ich auch mal 10 Minuten durchgetragen, Suitcase Carry oder sowas, aber ich habe keine super krassen Overhead Carries gemacht, weil es einfach nicht Sinn des Programms war. Es war für mich so ein bisschen so ein leichter Finisher, ich starte, ich mache meinen Reset, dann mache ich ein paar Get-Ups, da komme ich schon gehe ich so diese Pyramide nach oben, dann mache ich meinen Workout,
Ja? Also höchste Stufe der Pyramide, richtig Gas geben. Und dann mache ich meine Carries und komme langsam runter in Post-Reset. Ja? Also das war für mich einfach ganz cool. Die Zeit fürs Rucken habe ich einfach eine Zeit fürs Workout genutzt. Das heißt, habe ich jetzt so 40 Minuten gesamt oder 45 Minuten gebraucht für mein Workout. Dann habe ich auch 40 bis 45 Minuten geruckt oder beziehungsweise mit Cooldown nur eine halbe Stunde. Das heißt, ich habe einen kurzen Reset gemacht, bin rucken gegangen, Post-Reset, waren es meistens so 35 bis 40 Minuten. Mehr war es nicht. Einfach ein bisschen ansteuern das Nervensystem an den Off-Days, ein bisschen Kreislauf hochbringen. Und das hat funktioniert, ja, weil ich wusste, was ich tat. Deswegen ist es immer, wenn du sagst, boah, mir fehlen so viele Sachen in einem Programm, dann ist es immer sehr schwierig. Wenn du aber so Kleinigkeiten hast, wo du sagst, wie kann ich die am besten implementieren, so dass ich sage, okay, ich bin zufrieden, ich habe es drin und es bringt mir auch einen Mehrwert. Also es würde dir nichts bringen, wenn ich es gesagt hätte, boah, ich will schwere Get-Ups und schwere Carries machen und auch einen Long Ruck. Dann hätte ich wahrscheinlich 10 Minuten Get-Ups gemacht und wäre so fertig gewesen, dass ich das Programm vielleicht irgendwie durchgezogen hätte, aber A, eine Verletzung riskiert hätte und B, null Benefit davon gehabt hätte, genau wie bei den Carries. Dann hätte ich lieber ein Programm machen sollen, ich mache jetzt jeden Tag oder dreimal die Woche schwere Get-Ups und schwere Carries, schwer, leicht, mittel, dann hätte ich wahrscheinlich wieder einen Benefit davon gehabt. Genauso, wenn ich hätte Long Rucks machen sollen, 2 Stunden plus oder sowas. Ja, hätte nichts gebracht. Da hätte ich an diesen Active Recovery Days, wo mein Körper sich wirklich von der vorhergehenden Einheit erholen soll, nichts von gehabt. Wenn ich aber jetzt so eine halbe Stunde in einem lockeren, ich sag mal, je nach Terrain, 15 bis 18 Minuten pro Meile Pace oder 16 bis 18 Minuten Meile pro Meile Pace laufe und vielleicht 2 Meilen mache, ja, 36 Minuten und mache dann mein Reset, ja, dann ist das alles im Rahmen. Das heißt, ich habe meinen Körper ein bisschen in Bewegung gebracht. Das heißt, der Körper, der Kreislauf funktioniert, der wird angeregt, ja, der Stoffwechsel wird angeregt. Ich baue diese Schlackestoffe ab vom vorhergehenden Tag. Der Körper, man fühlt sich einfach wohler, der Muskelkater geht besser weg, ja. Und das hat auf jeden Fall was gebracht. Also wenn ich jetzt 2 Stunden geruckt wäre, 2-3 Mal die Woche, dann hätte ich mich wahrscheinlich ins Nirvana geschossen bei dem Programm. Weil es war schon sehr intensiv. Es war zwar kurz, aber intensiv. Und so hat das auf jeden Fall was gebracht. Deswegen überleg dir ganz genau, was du verändern willst oder was du machen willst, wenn du was anderes machen möchtest oder wenn du ein Programm anpasst. Ja, ich hoffe, das hat dir jetzt so ein bisschen geholfen. Das war so eine Anekdote aus meiner Geschichte vom Training. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, wenn du sagst, boah, ich brauche jemanden, der mir da mal einen Tipp gibt oder sowas, ja, dann schreib mich mal an. Wenn es im Rahmen ist, kann ich das natürlich für so einen Tipp ganz schnell machen. Ansonsten, wenn du sagst, boah, ich brauche aber ein Coaching vielleicht, ja, dann bewirb dich dazu. Ich habe die Möglichkeit zum Online-Coaching und ich habe die Möglichkeit zur Trainingsplanerstellung. Wenn du sagst, ich möchte in die Richtung gehen, zum Beispiel bei diesem oder jedem Programm, kann ich dir auf jeden Fall helfen, wenn dir gewisse Sachen fehlen. Und ich kann dir auch objektiv eine Einschätzung geben, ob es Sinn macht, dieses Programm zu verwenden. Und zu sagen, hey, die Sachen fehlen mir, kann ich die irgendwie implementieren? Kriegt man das hin, dass das Programm noch Sinn macht? Oder würde ich sagen, hey, nee, dann bauen wir lieber ein eigenes Programm und bauen die Sachen schön ein. Dann hast du mehr von. Diese Wertung, die sollst du dir wirklich von einem erfahrenen Trainer holen und die kann ich dir bieten. Weil ich das objektiv sehe und weil ich dich nicht kenne, weil es mir eigentlich egal ist. Ja? Wenn man sich selber, kann man sich niemals objektiv betrachten, das ist leider so. Dementsprechend such dir jemanden, dem du vertraust, entweder mir oder jemand anderes, und dann guckt man drüber und sagt, jo, das kannst du so machen, das würde ich so und so implementieren, das vielleicht so und so, und dann funktioniert das Programm nach, oder hey, deine ganzen Sachen, die du erreichen möchtest, oder deine zusätzlichen Sachen, die haben einfach keinen Sinn in diesem Programm, die kriegen wir da nicht unter. Also zumindest nicht vollständig oder nicht so, dass du damit zufrieden bist, dass du dich damit wohlfühlst. Dementsprechend sollte man das vielleicht irgendwie anders ummünzen. Oder du musst ein anderes Programm nehmen oder du brauchst ein personalisiertes Coaching. In dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir E-Mails schreibt oder auch bei Instagram oder Facebook kommentiert oder auch mal eine Frage stellt. Instagram ist combatreadycoachchris und meine E-Mail ist chris@grenzenlos-stark.com. Wenn ihr Bock habt, schreibt mich einfach mal an. Dann kommen wir ins Gespräch. Und vielleicht hast du dir schon immer gefragt, boah, ich bräuchte echt mal Hilfe, wenn du dich nicht getraut hast. Du kannst mich immer anschreiben. Wir können machen dann einen kostenfreien Gesprächstermin, quatschen drüber und dann passt das schon. In diesem Sinne, nächste Woche gibt es eine neue Folge mit mir. Bis dahin wünsche ich dir eine geile Woche, viel Spaß und ja, keep training. In dem Sinne, euer Coach Chris. Bye, bye.